Hallo, liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Frohes Hallo, Neues! frohes Neues zusammen. Ja, neues Jahr, neues Glück. Ja, so sieht's aus. Wir starten hier in ein neues Jahr und ich freue mich. Und wir machen zum ersten Mal eine Rezension. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe mal, wir kriegen das im ersten Take hin. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ihr werdet es nie erfahren, ob das jetzt der erste Take war oder nicht. Ja, wir können es ja in den Kommentaren schreiben. Aber egal. Genau. Ja, und wir haben... Honeybus. Ich hab's ausgesucht. Ja, Honeybus. Es ist ein Spiel über Bienen und ich hätte nicht gedacht, dass es einmal rezensiert wird, weil ich erst so sehr skeptisch dem Thema gegenüber war. Aber skeptisch gegenüber dem Thema, wenn ja, das jemand hören würde, das wäre unglaublich. Ich habe diesen ganzen Bienenspiel-Hype auch zum Glück gar nicht mitgekriegt. Ich habe auch nicht so viel Positives gehört, aber ja, deswegen sind wir jetzt einmal hier bei Honeybus. Wir hatten mal so ein Bienenjahr in Essen. Das war nicht letztes Jahr, das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder wie auch immer. Es gab mal eine Zeit lang ein paar mehr Bienenspiele und ja, die haben alle nicht so richtig gestochen. Jetzt geht's aber los hier. Ja, wirklich. Dann können wir mal überprüfen, wie das hier mit dem Werk von Elf Creek Games genau aussieht. Und das ganze Jahr ist von Elf Creek, es ist von Jason D. Kingsley, interessanterweise haben sie hier zuerst Anne Heitzink hier geschrieben, die aber es nur schön gemalt hat. Nee, das stimmt nicht doch alles nur, gar nicht. Also hier, Paul Salomon hat es gemacht. Ich bin ja völlig verwirrt. Paul Salomon hat es gemacht und deswegen steht hier Anne Heitzink zuerst und der Jason D. Kingsley hat sozusagen das Design gemacht, ja, die ganzen Sachen. Was auch sehr gut geworden ist, also nicht sehr nur, hübsch ist es geworden. Sehr schön geworden. Und wir müssen dazu sagen, das ist jetzt von Elf Creek das englische Original, aber Skellig hat ja das Deutsche schon voll in der Mache und es sollte auch demnächst dann verfügbar sein. Sie hatten es damals schon auf der Berlin-Con so angeteasert, ja, aber es hat eben letztes Jahr nicht geklappt, noch mit der Fertigstellung, aber das müsste jetzt kurz bevorstehen. Also das heißt, ja, jetzt nicht traurig sein, wenn ihr jetzt bei Elf Creek nicht fündig werdet oder wenn ihr es nicht auf Englisch haben wollt. Es ist ganz kurz davor, dass Skellig das auf Deutsch rausbringt. Und das macht auch Sinn, weil ja Skellig Games, der Uwe Bursig, der Skellig Games hinter Skellig Games steckt, selber mal ein Bienenspiel gemacht hat. Aha, okay. Ja, das habe ich allerdings nicht gespielt, Ambrosia hieß es, glaube ich. Eins von diesen... Bienenspielen, ja. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es schlecht war, aber wie gesagt, er hat schon eine Affinität zu Bienenspielen und jetzt kommt Honeybus. Genau, für wen ist denn das? Das ist für 1 bis 4 Spieler, also auch mit einem Solo-Modus. Und es ist ein gehobenes Familienspiel, beziehungsweise ein Kennerspiel. Kennerspiel. Es ist ein Kennerspiel, ja, ja doch. Ja, Melli tappt schon in diese gemeine Falle, aber da hast du recht, das kann natürlich... Also ich finde gerade, weil es halt auch so ein Umweltthema, also jetzt nicht so extrem, aber halt eben dieses Bienenthema mit reinbringt, finde ich das halt auch wertvoll für Kinder. So. Also, definitiv. Also für gehobene Kinder. Was sagen Sie hier, ab 10 Jahren, das stimmt. Ja, ja genau, 10 Jahre plus und 45 Minuten bis 90 Minuten dauert das Spiel. Ja. Genau. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen bei unseren neuen Rezensionen nur so eine kleine Regel einführen, damit ihr wisst, worum es geht. Und das übernehme diesmal ich. Honeybus ist im Wesentlichen ein Worker-Placement-Spiel. Wir sehen das hier auf dem Spielplan. Wir haben hier oben unsere Worker-Felder. Und es ist so ein Mechanismus, dass wenn hier schon ein Bienenworker von einem Mitspieler steht, dann müsste ich jetzt einen Worker mehr hier hinsetzen, um auch diese, naja, Aktion stimmt eigentlich nicht ganz, um dieses Plättchen für meinen Bienenstock zu bekommen, weil wir lösen mit dem Worker Placement hier keine echten direkten Aktionen aus, sondern alles, was passiert, ist eigentlich, dass wir so ein Plättchen bekommen und damit unseren Bienenstock weiter ausbauen und nur durch das Bauen werden wir dann später noch zusätzlich die Aktionen auslösen. Natürlich können wir uns auch wieder neue Bienen beschaffen, die kommen dann hier erstmal so in den Nachwuchsbereich und die zweite Möglichkeit, die wir haben, abgesehen von Worker einsetzen, ist dann einfach alle Worker zurücknehmen, da würden wir dann auch die neuen Worker bekommen und haben dann entsprechend mehr Worker zur Verfügung. Im unteren Bereich gibt es dann noch hier einen Teil, wo wir mit unseren Arbeiterbienen hier rumfliegen können, um diese ja, besonderen Plättchen hier für unseren Bau einzusammeln. Mit diesen, das sind die Pollenplättchen, mit diesen produzierend dann unser Bau im Endeffekt den Honig. Und den Honig wiederum, den können wir hier im Markt dann verkaufen oder diese Auftragskarten hier erfüllen, die uns dann Siegpunkte bringen. Das Interessante am Markt ist, dass nach jedem Verkauf auch der Preis sinkt. Das bedeutet einfach, man versucht natürlich möglichst früh die Sachen zu verkaufen, um noch den großen, den besten Preis zu erhalten.
Wir lösen hier nämlich Aktionen aus, indem wir unseren Bienenstock hier weiter ausbauen. Man sieht hier so einen Anfangsaufbau, der ist bei jedem Spieler gleich und richtet sich nach so einer Aufbaukarte. Davon gibt es auch relativ viele im Spiel. Es gibt so grüne, die sind einfach, und dann gibt es noch viele gelbe, die sind so ein bisschen komplexer. Und das hat tatsächlich Bewandtnis, weil ihr seht, diese Teile, die sind immer doppelt und haben einen unterschiedlichen, aber die haben eben diese roten Wände, und mit diesen roten Wänden umbauen wir bestimmte Hexfelder, die dann für bestimmte Pollenarten geeignet sind. Was bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Plättchen gekauft habe, dann könnte ich das zum Beispiel hier so anbauen, und ihr seht, jetzt habe ich hier einen Ring geschlossen, und immer wenn ich einen Ring geschlossen habe, dann löse ich automatisch alle Aktionen aus, die jetzt hier abgebildet sind. Das bedeutet, ich bekomme einen neuen Arbeiter. Das ist ein Joker, da kann ich mir eine beliebige Aktion auswählen. Und das bedeutet, ich kann eine Marktaktion auswählen. Das heißt, ich könnte jetzt Honig verkaufen oder eine Karte erfüllen. Wenn ich mit meinen Bienen rumfliege, um Pollen zu holen, kann ich mir jetzt aber eine bestimmte Pollenart holen. Die muss allerdings natürlich auch passen. In dem Fall ist das hier, seht ihr, die hat ringsrum auch diese Wände. Diese Pollenart passt hier rein. Dann kann ich die hier so reinlegen. Es gibt natürlich noch andere Pollen. Ihr seht, es hat andere Wände. Die würde jetzt hier nicht reinpassen. Dazu müsste ich jetzt erstmal die entsprechende Wand bauen. Das würde zum Beispiel so aussehen. Jetzt seht ihr diese Pollenart. Ja, das ist die Cherry Blossom. Das ist die Wildflower, ich kenne jetzt natürlich nicht die deutschen Begriffe, die passt hier rein. Und wenn ich jetzt diese Pollen hier reingelegt habe, dann produzieren die auch erst Honig mit der entsprechenden Aktion. Es gibt hier ja noch andere Aktionen, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Das hier ist nämlich die Pollenproduktionsaktion. Und nehmen wir mal an, es würde so aussehen. Jetzt mache ich das hier zu. Jetzt kriege ich sogar zweimal eine Produktionsaktion. Ist jetzt nicht so sinnvoll, aber gut, machen wir mal ein Beispiel, damit es noch ein bisschen besser ist. Mal angenommen, ich habe es hier auch schon so gebaut, dass es hier so liegt. Und jetzt mache ich das hier. Jetzt kriege ich zweimal produzieren. Und beim Produzieren muss man immer hier seinen Fächer, kann man den irgendwo platzieren, und angrenzend produzieren jetzt die entsprechenden Pollenfelder Honig. In dem Fall sehe ich es dann so aus. Ja, die zweite Aktion kann ich gar nicht nutzen, weil ich habe kein weiteres freies Pollenfeld mehr. Wäre jetzt nicht so sinnvoll gewesen. Aber so funktioniert das. Und diese Aktion haben wir noch nicht erklärt. Das bedeutet einfach auch mit meiner Biene auf dem Spielplan rumfliegen, um weitere solche Pollenplättchen einzusammeln. Wenn ich kein passendes Plättchen finde oder keinen Platz mehr habe, dann kann ich auch einfach so einen normalen Pollen hier so bekommen. Den kann ich dann auch auf dem Markt oder für Auftragskarten verkaufen. Und das ist sozusagen der Kernmechanismus des Spiels. So versuche ich meinen Honig zu bekommen, und alles zielt natürlich darauf ab, am Ende diese Siegpunkte hier zu sammeln. Die bekomme ich dadurch, indem ich vor allem Pollen und Honig verkaufe, diese Auftragskarten hier erledige. Dazu brauche ich zum Beispiel eben diese bestimmte Art von Honig. Und dann gibt es noch diese Auftragskarten, die ausliegen. Es gibt natürlich auch verschiedene. Hier geht es zum Beispiel darum, was als erster zu erreichen. Hier 3 Nektar of any type. Das heißt also sozusagen, das sind ja die Nektarplättchen. Und wenn ich jetzt 3 von der Sorte als erstes hätte, dann könnte ich sozusagen hier nochmal 20 Punkte bekommen. Und dann gibt es noch solche Aufträge, die gehen am Spielende, werden die erst gezählt. Wer hat am meisten Nektar überhaupt? Und ja, der kriegt dann auch nochmal Bonuspunkte. Und das war im Prinzip sind die Hauptpunktequellen. Am Ende gibt es natürlich noch Punkte für übrigen Nektar und für übrigen Honig. Und wer da die meisten Punkte dann gesammelt hat, der gewinnt. Ja, und das ist die Kurzregelübersicht zu Honeybuzz. Und ich bin, wie gesagt, total begeistert von diesem Spiel. Hat mich das Bienenthema gar nicht angesprochen, aber es ist halt einfach so witzig und auch knuffig umgesetzt, also dass dann die Bienenkönigin sich entscheidet, einen Markt aufzumachen und den Tieren des Waldes ihren Honig zu verkaufen. Lustiges Thema, wunderschön illustriert, also da auch auf jeden Fall Respekt an die beiden Grafiker und das Material. Es fasst sich so schön an. Man will diese Drops gleich lutschen. So. Ja, es fühlt sich wirklich an wie so ein kleines Bonbon. Also diese verschiedenen Honigtropfen. Ich kann mir vorstellen, dass mit der Zeit es dann auch ein bisschen so Staub fängt, aber
solange es noch, man will es wirklich frisch haben, ja. Das Material. Also und auch die Miepel, beziehungsweise Biepel, die sind auch... Bienenmiepel, ja. Ja, die Biepel. Ja. Sind auch wunderschön, also auch aus Holz und ja, auch das hier dieses... die Teils sind wunderschön dick und also es fässt sich alles sehr, sehr schön an. Es sieht alles sehr, sehr schön aus. Es hat und sogar eine interessante, eine schöne Schachtelgröße, muss ich auch mal sagen. Ne? Die ist nicht so groß, voll gepackt, auch das. Ne? Also ja, vom Material, Umsatz, von der Umsetzung finde ich auch, kann man nicht meckern. Ja, genau. Also ich finde es super gut gemacht, auch von dem Mechanismus mit dem Worker Placement, dass man halt, also klar, es ist nichts Neues, aber dass man dann eben auch nochmal mehr Worker reinsetzen muss und gucken muss, dass man immer genug davon hat, weil wenn man dann einmal aussetzen muss und die ganzen Worker zurückziehen muss, dann hängt man einfach sehr hinterher. Das also, haben wir genau, schon gemerkt. Ich finde, das ist ein interessantes Ding bei dem Spiel. Es ist keine Rocket Science, sage ich mal, diese Worker Placement Geschichte hier, aber es ist so ein bisschen ein Rennspiel. Genau. Ja, es geht ein bisschen darum, nicht zurückzufallen, weil wenn du eben vor allem bei der Anzahl der Worker zurückfällst, dann, ja, wie du sagst, dann muss man aussetzen, dann kommen die anderen auf zu zusätzlichen Aktionen und dann kann es auch mal nicht so gut laufen. Genau. Also ich muss auch sagen, ich finde es ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich war am Anfang natürlich auch wieder ein bisschen skeptisch, ob das nicht dann auch spielerisch wieder ein bisschen abfällt. Aber hier muss man wirklich sagen, wird das Spielerherz voll bedient. Ja? Also es gibt auch kaum etwas, was ich auszusetzen habe. Vielleicht höchstens, ja, dass natürlich, man baut sich halt so seinen Honigwaben so. Ja, genau, und wenn man irgendwie, wenn es nicht mehr so passt, dann kann man nicht mehr viel dran ändern. So genau, würde ich das glaube ich, auch das sehen. Das ist halt auch so, dass man diesen Aspekt des Puzzles auch nochmal drin hat und dass man so ein bisschen Geduld haben muss, weil je wertvoller dieser Honig ist, desto mehr Teile brauchst du auch, um diese Waben zu vervollständigen. Und wenn man am Anfang nur diese Cherry, also Wildflower macht, da braucht man irgendwie... Ja, Wildblumenhonig, ja, genau. Braucht man, glaube ich, drei von den Teils und hat aber am Ende irgendwie nichts davon, weil man einfach nicht so viel mit denen anfangen kann und man einfach auch verschiedene braucht. Ja. Und wenn man da irgendwie fünf oder sechs zusammensetzt, dann kriegt man eben diese wertvolleren. Also genau da nochmal dieser Mechanismus mit drin und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen, das Spiel, auch so in der Interaktion. Und, es ist halt einfach, also der größte Punkt, den man einfach sagen muss, ist, das finde ich immer bei Spielen ganz wichtig, dass sie eben das Thema und die Mechanik sozusagen so eine schöne Symbiose eingehen. Genau. Ja, und das haben sie ja einfach schön umgesetzt, weil man eben wirklich eben diese hexagonalen Bienenstöcke baut und die lösen auch die Aktionen aus. Und dieser interessante Kniff, dass eben wir, je nachdem, wie wir den Bienenstock bauen, wir dann unterschiedlich wertvolle Nektar und damit unterschiedlich wertvollen Honig produzieren können, das ist wirklich super ausgedacht. Es ist halt quasi natürlich auch kein Expertenspiel, ne? Also man darf natürlich jetzt hier auch nicht den totalen Tiefgang erwarten, aber dafür bleibt es eben familienfreundlich, also für die Gamer-Familie, ne? Also deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit Familienspiel, weil natürlich so ein Familienspiel, da denkt man dann auch an so Nicht-Spieler, die einfach quasi so ein Familienspiel denken, sie, ah ja, das kaufe ich einfach. Da muss man dann schon sagen, ist natürlich die Regel jetzt auch nicht ganz kurz und es ist Worker Placement plus Plättchen legen, Spiel plus mehr Aktionen auslösen und so. Das macht es dann schon irgendwie. Also Schwierigkeit, so gutes Mittelfeld, so Kennerspiel oder sehr gehobenes Familienspiel. Ja. Aber es ist halt auch jetzt kein Spiel, was jetzt, sagen wir mal, ihr als Expertenspieler unbedingt haben müsst, vom rein mechanischen Standpunkt her aus betrachtet. Da gibt es auch andere Plättchenlegespiele, die auch cool sind. Ja. Aber wenn euch natürlich das Thema anspricht, wenn ihr das endlich mal ein Bienenspiel haben wollt, dann müsst ihr es haben. Müsst ihr es tatsächlich haben. Ja, von daher, unsere Wertung soll jetzt einfach sein, bleibt es im Schrank oder würde es verkauft werden, wenn es jetzt so ein privater Spieleschrank wäre? Genau, wenn es so ein privater Spieleschrank wäre, versuchen uns so richtig in euch reinzuversetzen und bleibt es in der Sammlung oder nicht? Und ich würde auch sagen, es bleibt in der Sammlung einfach, weil es das beste Bienenspiel ist. Da müsste jetzt erst noch mal ein besseres Bienenspiel kommen, weil es wieder Honeybuzz ausstechen würde. Ja. Und trotzdem muss es genauso schön sein. Ne? Also es kann jetzt aber auch nicht jetzt auf einmal nur komplett mechanisch und überhaupt nicht irgendwie grafisch schön designt sein. Also ja, das muss man einfach sagen, ist wirklich ein schönes Ding. Es hat auch noch eine Solo-Variante, die haben wir in dem Fall jetzt nicht ausprobiert.
finde ich auch, also man hat ja schöne in der Interaktion, ist, finde ich, schön. Also weil du hast eben, wie gesagt, dieses Rennspiel überhaupt, um dran zu bleiben. Du hast natürlich auch durch die verschiedenen Auftragskarten, hast du auch nochmal so einen Aspekt, wo du natürlich versuchen kannst, den Gegner nochmal, also wenn alle gut spielen, dann kommt es wahrscheinlich wirklich darauf an, wer schafft es dann in diesen Aufträgen, da die Nase vorn zu haben, der wird am Ende natürlich gewinnen. Aber es ist auch, das muss ich auch nochmal sagen, was schön an dem Spiel ist auch, dass auch wenn ich verliere, habe ich irgendwie mal einen schönen Bienenstock gebaut. Dann ist ich sowas kreiert, und genau. Dann ist das auch ganz schön. Wobei ja, man kann sich eben auch verbauen und dann kann es auch mal frustrieren, dass man sagt, oh Mist, jetzt kann ich da nichts mehr produzieren. Ich kann das jetzt einfach nicht mehr produzieren, was jetzt gebraucht wird. Das ist nämlich auch so ein Ding, die Aufträge werden ja immer schwerer. Also das habe ich nicht erklärt, aber da gibt es quasi so eine verschiedene Kartenarten. Ja, genau, es gibt eben die Small Orders, ja, sind da auf der Rückseite betitelt, und die Large Orders. Und die Large Orders sind natürlich, die beziehen sich dann auf schwerere Honigarten und teilweise auch mehrere von denen. Und das Problem ist, du kannst ja auch nichts lagern, weil ja, das entweder belegt dein Nektarplättchen oder nicht. Ja. Und wenn du es nicht gebaut, wenn du dein Bienenstock so gebaut hast, dass du zum Beispiel zwei Akazienhonige überhaupt parallel produzieren kannst, dann kannst du keinen Large Order mit zwei Akazienhonigen überhaupt machen, weil du hast ja nur einen. Du kannst nur einen produzieren, den dann verkaufen und wieder einen produzieren. Du schaffst es nie, zwei zu haben. Und kommt dann wieder dieses Weitdenken. So, denkt an die Zukunft eures Bienenvolkes. Ja? Denn wenn ihr die Large Orders dann haben wollt, dann müsst ihr das auch so bauen, ja, dass ihr parallel mehrere produzieren könnt. Also das sind so ein paar Sachen, die sind auch nett. Aber das ist das Einzige, glaube ich, das wollte ich vielleicht nochmal negativ sagen. Der Widerspielreiz für einen Expertenspieler hat schon so seine Grenzen. Ja, klar. Ja, deswegen ist es ja auch kein Expertenspiel, ne? Ja. Muss man ja ganz klar sagen. Das ist, ja. Weil du halt irgendwann die Large Orders kennst du die und so. Es gibt noch eine Variante, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen, dass eben man hier bei den Nektarplättchen, die kann man auch blind spielen, also dann dreht man die um, dann fliegt man nicht mit der Biene rum, sondern quasi so memorymäßig kannst du einen angucken und entweder passt er oder nicht, dann legst du ihn wieder zurück und weißt dann, der ist da, dann könnte ich so bauen, dass ich den dann kriege und so. Finde ich aber thematisch gar nicht so schön, weil eigentlich ist es ja nett, dass deine Biene da so rumfliegt. Ja. Du kannst dich da nicht auch, ne, du kannst die Gegner fliegen dir da vor der Nase rum und nehmen dir vielleicht was weg, merkst, ich fliege in die andere Richtung. Oder du zahlst schon extra noch so zwei Siegpunkte, also zwei Geld, genau, um da weiter zu fliegen. Weiterfliegen zu können, ja. Ist auch eine schöne Mechanik. Also ich finde fast die Memory-Variante gar nicht so attraktiv, nee, aber erwähnt haben wir sie, es gibt sie auch. Ja. Im Regal. Bleibt im Regal. Ein sehr schönes Spiel. Wie fandet ihr das? Wie fandet ihr die Review? Wie fandet ihr das Spiel, wenn ihr es auch schon gespielt habt? Würdet ihr es im Regal stehen lassen? Und Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr unseren kurzen Regeleinblick fandet. Das würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Ja. Oder braucht ihr eine richtig ausführliche Regelerklärung oder zu welchen Spielen wollt ihr die haben? Ja. Schreibt gerne eure Anregungen runter in die Kommentare und wir freuen uns. Wir lesen, wir reagieren und genau. Abonniert den Kanal. Bis dann. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.